Hallo, herzlich willkommen hier zu dieser Kurzandacht aus der inzwischen doch ziemlich kühlen Lorenzkirche. In der letzten Kurzandacht, die ich gemacht hatte, das war Frage und Antwort, da habe ich die Idee formuliert, dass wir doch eigentlich mal mehr Frauen, heilige Frauen nennen sollten. Und die Resonanz darauf war sehr positiv. Deswegen heute die heilige Barbara im Mittelpunkt dieser Kurzandacht. Und es bietet sich geradezu an. Erstens, weil in St. Lorenz die Barbara überall auftaucht, an ganz vielen verschiedenen Stellen. Und das andere, am 4. Dezember ist der Barbara-Tag. Klar. Hier am Krellaltar sieht man die Barbara schon ganz schön groß mit ihrem grünen Umhang und mit dem roten Unterkleid. Und alle Barbaras und Bärbels und Babsis und Babets und was es so noch gibt, die jetzt hier gerade zuschauen, für euch ist die Kurzandacht ganz speziell. Und die Barbara, das kann ich jetzt schon sagen, war eine richtig coole Frau. Aber das sehen wir nachher. Hinter mir sieht man jetzt das Steinrelief von den drei heiligen Jungfrauen. Das ist die Agnes, das ist die Katharina und es ist eben auch die Barbara. Die Barbara ist ganz links am Rand. Und ich finde, die ist total schön dargestellt mit ihren roten Bäckle und mit den Augen und ihrem Gewand. Ich finde es schön. Und die Barbara muss wohl schön gewesen sein, so zumindest erzählen es die Legenden. Barbara hat gelebt im 3. Jahrhundert. Und sie ist aufgewachsen in einem sehr reichen Haushalt. Der Vater war sehr stolz auf sie. Und viele Männer um sie herum haben versucht, sie zur Frau zu bekommen. Sie sind ihr geradezu nachgerannt. Aber die Barbara, die hat das alles gar nicht gejuckt. Die wollte das nicht. Sie wollte viel lieber lernen, lesen, diskutieren. Sie war eine sehr kluge Frau. Und ihr Vater hat es sehr unterstützt am Anfang. Er hat ihr Unterricht gegeben, sie hat schreiben gelernt wohl und sie hat Bücher gelesen. Und so hat sie auch Kunde bekommen von diesem ganz jungen Christentum, was um sie herum zum Teil schon gelebt hat. Und Barbara hat sich viel damit auseinandergesetzt. Das hat dem Vater gar nicht gefallen. Der Vater war ein überzeugter Christenverfolger. Als er eines Tages mal wegfahren musste auf irgendeine Dienstreise, hat er sie sozusagen sicherstellen wollen und hat sie in einen Turm gesteckt. Damit es ihr ein bisschen gut geht in diesem Turm, hat er erlaubt, ja, dein Badezimmer, das soll ganz schön gebaut werden und soll hergerichtet werden, du bist ja meine geliebte Tochter. Und als er weg war, haben also die Männer dieses Badezimmer schön hergerichtet mit zwei Fenstern, wie es so geplant war. Und Barbara ist eingeschritten und hat gesagt, nein, 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 nicht zwei Fenster, macht bitte gleich drei Fenster, weil drei, das ist die Trinität, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Männer haben es so gemacht. Und so hat die Barbara in ihrem Turm gelebt, in ihrem Badezimmer mit den drei Fenstern. Und es wird in der Legende erzählt,
dass sie von dort auch Briefe geschrieben hat. Ein Brief an Origenes? Fragezeichen. An einer Stelle, in einer Quelle habe ich das gelesen. Aber es kamen wohl auch Priester, es kamen Gelehrte, die mit ihr dort diskutiert haben. Und Barbara hat sich taufen lassen. Als der Vater gekommen war, war er natürlich entsetzt, geschockt und wollte Barbara sofort bestrafen. Sie ist geflohen und sie ist in eine Höhle geflohen. Der Hirtenjunge dort in der Höhle hat sie verraten und so ist die Barbara dann gefangen worden. Der Vater war wild drauf, sie vor Gericht zu bringen. Davor hat man sie gefoltert, geschlagen, erniedrigt. Sie sollte auf jeden Fall diesem christlichen Glauben abschwören, aber die Barbara ist immer dran geblieben. Sie ist Christin geblieben. Ja, und dann ist es wirklich zur Verurteilung gekommen, zur Verurteilung, dass sie enthauptet wird. Und der Vater selber hat es vollzogen. Gruselig. Aber in der damaligen Zeit ist man schon manchmal ziemlich heftig rangegangen. Viel später dann, im 7. Jahrhundert, verstärkt dann auch im Mittelalter, wurde die Barbara zur Heiligen und wurde verehrt. Und in den Darstellungen hat man ihr verschiedene Attribute, also Erkennungszeichen, an die Hand gegeben. Zum einen der Turm, oft mit den drei Fenstern. Zum anderen ein Kelch mit Hostie. Eine Legende erzählt, dass sie im Gefängnis noch einmal das Abendmahl empfangen hat. Oder, und das finde ich eigentlich ganz spannend, sie bekommt ein Buch in die Hand als Zeichen dafür, dass sie sehr klug war und dass sie viel und gern gelesen hat, dass sie vernünftig war und dass sie eben ganz bewusst als Frau diesen gebildeten Weg gegangen ist. Ich habe mich mal umgeschaut hier in St. Lorenz. Wir haben 7 verschiedene Stellen, an denen Barbara auftaucht. Oft ist sie sichtbar mit dem Kelch, manchmal mit dem Turm und 2-mal auch mit dem Buch. Nur leider taucht sie mit dem Buch eher in den Glasfenstern auf. Auf 4 Glasmalereien hier in der Kirche ist sie zu sehen, aber leider ist das Glas so klein, dass man es von unten kaum wahrnimmt und wir drehen auch immer unsere Kurzandachten jetzt im Dunkeln, deswegen sieht man es ganz schlecht momentan. Aber ich habe ein Buch dabei und in diesem Buch kann man diese Glasmalereien etwas besser sehen. Und da können wir mal blättern. Vielleicht entdecken wir was. Bezeichnend auf einem Fenster, das ist das Kohnhofer Fenster, das sind unten alles Gelehrte und weise Männer mit Büchern in der Hand. Die Barbara taucht oben auf, am Rand mit dem Kelch. Eigentlich müsste sie mit bei diesen gelehrten Männern sitzen, aber wahrscheinlich war das in der Zeit damals nicht üblich. Frauen mit Büchern bei den Männern, das hätte wahrscheinlich nicht gepasst. Überhaupt ist es schade, dass heilige Frauen meistens nur von ihrer Schönheit mit schönen Haaren, mit schönen Kleidern dargestellt werden, aber nicht als kluge Frauen. Das fehlt. Thank you.
sind wir wieder hier am Krell-Altar. Nicht die Schönheit von Barbara war so besonders, sondern ihre Klugheit. So wird es immer wieder erzählt. Und jetzt steht sie hier, neben diesen drei Herren, die alle ein Buch in der Hand haben. Und sie wieder nicht. Eigentlich schade. Es hätte gut gepasst, dass sie auch ihr Buch in der Hand hält. Eigentlich was Urevangelisches. Das Buch als Zentrum des Glaubens, die Bibel. So wie es Luther ja auch schon gesagt hat. Und man könnte ja sagen, Barbara ist sozusagen ein Anstoß, das Buch wieder mal in die Hand zu nehmen, die Bibel. Ich habe hier speziell die Basisbibel. Das ist jetzt die neueste Übersetzung, die es gibt. Und man kann hervorragend in ihr die Geschichten lesen. Es ist sehr gut verständlich mit sehr kleinen Sätzen. Und ja, vielleicht haben Sie Lust, das Buch wieder mal in die Hand zu nehmen. Und was ich nicht vergessen darf, die Barbara Zweige, natürlich. Das ist auch eine alte Tradition, die auf eine Legende zurückgeht. Als Barbara ins Gefängnis gebracht wurde, blieb sie an einem Strauch hängen und brach einen kleinen Zweig ab. Und diesen Zweig hat sie mitgenommen ins Gefängnis und hat ihn gepflegt und gegossen. Und am Tag ihrer Enthauptung hat dieser Zweig Blüten getragen. Und aus dieser Tradition wurden eben diese Barbara-Zweige am 4. Dezember, kann man sich Obstbäume, Zweige abbrechen und in eine Vase tun. Und wenn man sie gut pflegt, werden sie an Weihnachten blühen. So zumindest ist es gedacht. Und wenn sie blühen, heißt es, dass man Glück hat im Haus. Kirschzweige, Apfelzweige, Obstbaumzweige. Ja, vielleicht haben Sie Glück. Probieren Sie es. Jetzt lassen Sie uns gemeinsam beten und ich würde gerne das Vaterunser mit Ihnen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.